Giuseppe Verdi, 1813 bis 1901. Noch heute, über 150 Jahre nach ihrer Uraufführung in der Mailänder Scala, füllt sie die großen Festspielhäuser der Welt. Nabucco, die bedeutendste Oper des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Doch nicht nur für die Musikgeschichte ist Nabucco von großer Bedeutung. Für die Italiener ist diese Oper das Symbol ihres Freiheitskampfes gegen die Fremdherrschaft der Habsburger und der Bourbonen. Und das Lied des Gefangenenchores gilt als zweite Nationalhymne des Landes. Geboren wird Giuseppe Fortunino Francesco Verdi am 10. Oktober 1813 in der kleinen Gemeinde Roncole bei Busseto in der italienischen Provinz Parma. Seine Eltern, Taro Verdi Carlo und Luisa Uttini, betreiben neben einem kleinen Krämerladen auch ein Wirtshaus, in dem sich das Familienleben der Verdis abspielt. Schon als Säugling ist Giuseppe zusammen mit seiner Mutter jeden Tag in der Schenke. Dort verkehren regelmäßig durchreisende Musiker, die häufig knapp bei Kasse sind und ihre Speisen und Getränke nicht mit Geld, sondern mit einer musikalischen Darbietung zur Unterhaltung der anderen Gäste bezahlen. Was dem Vater häufig gar nicht so recht ist, schließlich ist die Familie Verdi auf die Einnahmen aus dem Wirtshaus angewiesen, erfreut den kleinen Giuseppe über alle Maßen. Andächtig lauscht er der Musik, und bei jedem falschen Ton verzieht er schmerzvoll sein Gesicht. Der Vater erkennt die musikalische Begabung seines Sohnes schnell und kauft ihm deshalb, als er alt genug ist, um die Tasten greifen zu können, ein altes Spinett. Nun ist der Junge selig. Tagtäglich übt er wie besessen und versucht, die Melodien, die er bei den Gottesdiensten in der Dorfkirche gehört hatte, sowie die Lieder der fahrenden Musiker nachzuspielen. Da ihm das gut gelingt, erhält er neben der üblichen Schulausbildung auch seinen ersten Musikunterricht. Pietro Baistrocchi, der Dorforganist, nimmt ihn in seine Obhut und führt ihn in die Kunst des Notenlesens und Schreibens ein. Als Giuseppe 12 Jahre alt ist, verlässt er seine Heimatgemeinde und geht in die nahegelegene Stadt Busseto. Dort studiert er Musik und Latein und lernt seinen späteren Mäzen Antonio Barezzi kennen. Der ist so begeistert von der Begabung des jungen Verdi, dass er beschließt, dessen Ausbildung zu fördern. Er schickt Giuseppe nach Mailand und ermöglicht ihm, Unterricht bei Vincenzo Lavinia zu nehmen, der zu dieser Zeit als Musiker an der Scala umfassende Opernerfahrung gesammelt hatte. Giuseppe ist begeistert. Was er von Lavinia lernen kann, hat mit seinem bisherigen Musikunterricht gar nichts zu tun. Erst jetzt wird er in das Geheimnis der Orchestermusik eingeweiht. Er erfährt, worauf man achten muss, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig zum Einsatz kommen, wie man die dazugehörigen Singstimmen setzt und worauf es ankommt, dass unterschiedliche Melodien am Ende doch harmonieren können. Immer wieder darf er mit Lavinia zusammen auch Opernaufführungen in der Mailänder Scala besuchen und das theoretisch Erlernte so in Vollendung erleben. Mit 19 Jahren bewirbt sich Verdi am Mailänder Musikkonservatorium, wird aber ohne Begründung abgelehnt. Erst 1836, mit 23 Jahren, hat Giuseppe Verdi seinen ersten großen musikalischen Erfolg zu verzeichnen. Er wird zum Maestro di Musica in Busseto ernannt und kann von nun an seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Im selben Jahr heiratet er die älteste Tochter seines Förderers, Margherita Barezzi, und beginnt auch sofort an seiner ersten eigenen Oper zu arbeiten. Ob dieses frühe Werk verschollen ist oder später in die Oper Oberto integriert wurde, ist nicht überliefert. Die erste Oper jedenfalls, die auf dem Spielplan eines bedeutenden Festspielhauses zu finden ist.
Von einem geeinten Land unter einem eigenen Herrscher ist Italien meilenweit entfernt. Immer wieder kommt es in der Bevölkerung zu Aufständen, die nur ein Ziel haben, die Freiheit Italiens. Das Lied des Gefangenenchors aus Verdis Oper Nabucco wird schnell zur Hymne der Freiheitsbewegung und ihr Komponist zu einem Volkshelden. Doch damit nicht genug. Endgültig in den Olymp der Widerstandskämpfer erhoben, wird Verdi, als man erkennt, dass die einzelnen Buchstaben seines Nachnamens auch noch die zentrale Forderung der Aufständischen zum Ausdruck bringen. V für Vittorio, E für Emanuele, R für Re, D und I für d'Italia, zu Deutsch Victor Emanuel, König von Italien. Oder sinngemäß ein vereintes Italien unter einem Herrscher. Doch nicht nur beruflich kehrt das Glück in Verdis Leben zurück. Er verliebt sich auch neu. Bei Proben an der Mailänder Scala lernt er die Sopranistin Giuseppina Strapponi kennen. Die fröhliche Frau wird seine Lebensgefährtin und bleibt bis zu ihrem Tod 1897 an seiner Seite. Zwischen 1845 und 1850 schreibt Verdi beinahe jedes Jahr eine neue Oper. Es entstehen Alzira, Attila, Luisa Miller und Stifelio. Obwohl nicht jede Aufführung gleichermaßen erfolgreich ist, schafft es Verdi in diesen Jahren finanziell unabhängig zu werden. Die Arbeit allerdings macht ihm nicht immer Spaß. Seit Nabucco habe ich keine ruhige Stunde mehr gehabt. 16 Jahre Galeerenarbeit, schreibt er im Rückblick. Um sich der strengen Beobachtung seiner Auftraggeber wenigstens etwas zu entziehen, verlässt er zusammen mit Giuseppina Mailand und zieht auf einen eigenen Gutshof, der zwischen seinem Geburtsort und Busseto liegt. Dort ist er glücklich. In Ruhe kann er hier nach seinem Geschmack komponieren und muss sich nicht nach den Wünschen seiner Auftraggeber richten. Die Opern, die in dieser Zeit entstehen, gelangen zu Weltruhm. Noch heute gelten Rigoletto und La Traviata als die bekanntesten Werke des italienischen Meisters. Einen Wendepunkt in der musikalischen Entwicklung Verdis markiert 1859 die Oper Un ballo in maschera, zu Deutsch ein Maskenball, die ursprünglich im Auftrag der neapolitanischen Oper komponiert wurde. Hier führt er den fließenden Übergang vom Rezitativ, also eine Art Sprechgesang, zur Arie ein, der für sein späteres Werk charakteristisch sein sollte. Inhaltlich begibt sich Verdi mit seinem Maskenball in gefährliches Fahrwasser. Er thematisiert die Ermordung des schwedischen Königs Gustav III. Dieser als kunstsinnig aufgeklärt und lebenslustig geltende Monarch war während eines Balls von einem Maskierten erschossen worden. Dass Verdi ausgerechnet diesen Stoff wählt, deutet auf mangelndes Fingerspitzengefühl hin. Denn auch auf den König von Neapel war ein Attentat verübt worden, was eine Aufführung einer Oper, in der einem Regenten nach dem Leben getrachtet wird, schlichtweg unmöglich macht. Die Zensur verlangt, dass beinahe jede Szene der Oper umgeschrieben und auch der Titel geändert werden muss, falls dieses Stück jemals in Neapel zur Aufführung kommen sollte. Doch damit ist Verdi nicht einverstanden. Und auch das Volk sieht keinen Anlass für diese Auflagen. Es kommt zu Tumulten und Aufständen. Für Verdi gegen den König. Um eine Eskalation zu vermeiden, wird Verdi der Opernauftrag entzogen. Wutentbrannt reist er deshalb von Neapel nach Rom. Dort wird die Oper im Februar 1859 nach minimalen Änderungen auf Wunsch des Papstes uraufgeführt und frenetisch gefeiert. Inzwischen hatte sich der Ruhm Verdis auch über die italienischen Grenzen hinaus verbreitet. Immer wieder wird er in die europäischen Kunstmetropolen Paris, London und St. Petersburg geladen, um dort den Aufführungen seiner Opern beizuwohnen. So ist es nicht verwunderlich, dass er von Ismail Pascha, dem Vizekönig von Ägypten, den Auftrag erhält, eine Oper für die Einweihungsfeier des Suezkanals zu schreiben. Aida ist der Stoff, aus dem die ägyptischen Träume sind. Warum bei den Feierlichkeiten dann Rigoletto und nicht Aida gegeben wird, ist umstritten.
Einigen Überlieferungen zufolge ist Verdi selbst daran schuld, da er es nicht geschafft habe, die hochdotierte Auftragsarbeit rechtzeitig fertigzustellen und bis zur Einweihung des Suezkanals im November 1869 zu liefern. Anderen Quellen ist zu entnehmen, dass die aufwendigen Kostüme für Aida in Paris gefertigt wurden und eine Auslieferung aufgrund des deutsch-französischen Krieges unmöglich war. Warum auch immer, Aida wird erst 1871, also 2 Jahre nach der Eröffnung des Suezkanals, in Kairo uraufgeführt. Das Stück wird gefeiert und auch im Jahr darauf dem Mailänder Publikum mit großem Erfolg präsentiert. Die nun folgenden Opern, wie zum Beispiel Othello und Falstaff, steigern den Ruhm des Komponisten weiter. Im Vergleich zu vielen anderen Komponisten zeichnet sich Verdi besonders dadurch aus, dass er sich auch intensiv mit den Texten seiner Opern auseinandersetzt. Es genügt ihm nicht, vorhandene Stoffe zu vertonen. Er mischt sich auch in die Wortwahl und die stilistische Aufbereitung ein. Charakteristisch für seine Werke ist der Fokus auf den Gesang. Zwar setzt er vor allem in seinen späteren Opern auch häufig gewaltige Orchester ein, das Hauptaugenmerk liegt aber immer auf der tragenden Rolle der Sänger. Es ist ihm sogar lieber, die Aufführung eines Stückes zu verschieben, als es mit einem anderen als dem von ihm vorgesehenen Sänger auf die Bühne zu bringen. Ungewöhnlich ist außerdem, dass Verdi nahezu ausschließlich Opern und kaum Instrumentalstücke komponiert hat. Lediglich ein einziges Streichquartett in E-Moll aus dem Winter 1872-73 ist bekannt. Aus Verehrung für den Dichter Alessandro Manzoni wagt sich Verdi 1873 erstmals an ein für ihn völlig ungewöhnliches Genre heran. Er komponiert ein Requiem. Am 22. Mai 1874, ein Jahr nach dem Tod Manzonis, wird die Totenmesse Messa di Requiem in der San Marco-Kirche unter Leitung Verdis in Mailand aufgeführt. Das Werk findet so großen Anklang, dass es wenig später auch in der Mailänder Scala in Paris, London und Wien präsentiert wird. Wie in der San Marco-Kirche greift auch bei diesen Aufführungen der Maestro selbst zum Taktstock. Mit zunehmendem Alter wird Verdi auch politisch aktiv. Er engagiert sich für den Fortschritt Italiens und hofft auf einen Wandel zum Sozialstaat. 1874 lässt er sich in den italienischen Senat wählen. Doch im politischen Rom übernimmt er keine tragende Rolle. Zu sehr enttäuscht ihn die Lethargie der Regierung, die nach der Befreiung Italiens endlich das Ruder an sich reißen und das Land nach vorne bringen könnte. Stattdessen beobachtet Verdi missmutig, wie die Kluft zwischen der Oberschicht und der armen Landbevölkerung immer tiefer wird. Er beschließt, im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst zu helfen und unterstützt die Bauern, die rund um sein Land gut tätig sind, mit wertvollen Ratschlägen und finanziellen Mitteln. Auf die Frage, was seiner Meinung nach die größte Leistung in seinem Leben war, antwortet er: das Altenheim in Mailand. Im Alter von fast 80 Jahren gründete er in Mailand ein Altenheim für mittellose Musiker, die dort ihren Lebensabend ohne finanzielle Sorgen verbringen können. Als Verdi allmählich unter den Gebrechen des Alters zu leiden beginnt, zieht er sich immer mehr auf sein Landgut zurück. Die Bevölkerung, die ihn liebt und verehrt, versucht ihm, den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Vor allem nach dem Tod seiner Frau 1897 kümmert man sich rührend um den inzwischen 84-jährigen Komponisten. Erzählungen zufolge werden sogar die Straßen rund um sein Wohnhaus mit Stroh aufgefüllt, um den Lärm, den Kutschen und Eselskarren verursachen, so gering wie möglich zu halten. Mit 87 Jahren bricht Verdi zum letzten Mal nach Mailand auf. Dort, in der Stadt seiner größten Erfolge, stirbt er am 27. Januar 1901. Im ganzen Land wird Staatstrauer angeordnet. Seine Beerdigung besuchen rund 30.000 Menschen aus aller Welt. 28 Opern hat der große Komponist hinterlassen.
wenn auch nicht alle weltberühmt geworden sind, so gibt es in der Musikgeschichte kaum einen Komponisten, der so konsequent an einem einzigen Genre festgehalten hat wie Giuseppe Verdi. Seine Leidenschaft für seine Musik und die enge Verbundenheit mit seinem Land haben ihn zum Nationalhelden werden lassen und sichern ihm auch heute noch die Hingabe und Liebe der Italiener. Von einem geeinten Land unter einem eigenen Herrscher ist Italien meilenweit entfernt. Immer wieder kommt es in der Bevölkerung zu Aufständen, die nur ein Ziel haben, die Freiheit Italiens. Das Lied des Gefangenenchors aus Verdis Oper Nabucco wird schnell zur Hymne der Freiheitsbewegung und ihr Komponist zu einem Volkshelden. Doch damit nicht genug. Endgültig in den Olymp der Widerstandskämpfer erhoben, wird Verdi, als man erkennt, dass die einzelnen Buchstaben seines Nachnamens auch noch die zentrale Forderung der Aufständischen zum Ausdruck bringen. V für Vittorio, E für Emanuele, R für Re, D und I für d'Italia, zu Deutsch Victor Emanuel, König von Italien, oder sinngemäß ein vereintes Italien unter einem Herrscher. Doch nicht nur beruflich kehrt das Glück in Verdis Leben zurück. Er verliebt sich auch neu. Bei Proben an der Mailänder Scala lernt er die Sopranistin Giuseppina Strapponi kennen. Die fröhliche Frau wird seine Lebensgefährtin und bleibt bis zu ihrem Tod 1897 an seiner Seite. Zwischen 1845 und 1850 schreibt Verdi beinahe jedes Jahr eine neue Oper. Es entstehen Alzira, Attila, Luisa Miller und Stifelio. Obwohl nicht jede Aufführung gleichermaßen erfolgreich ist, schafft es Verdi in diesen Jahren finanziell unabhängig zu werden. Die Arbeit allerdings macht ihm nicht immer Spaß. Seit Nabucco habe ich keine ruhige Stunde mehr gehabt. 16 Jahre Galeerenarbeit, schreibt er im Rückblick. Um sich der strengen Beobachtung seiner Auftraggeber wenigstens etwas zu entziehen, verlässt er zusammen mit Giuseppina Mailand und zieht auf einen eigenen Gutshof, der zwischen seinem Geburtsort und Busseto liegt. Dort ist er glücklich. In Ruhe kann er hier nach seinem Geschmack komponieren. Erhält er neben der üblichen Schulausbildung auch seinen ersten Musikunterricht. Pietro Baistrocchi, der Dorforganist, nimmt ihn in seine Obhut und führt ihn in die Kunst des Notenlesens und Schreibens ein. Als Giuseppe 12 Jahre alt ist, verlässt er seine Heimatgemeinde und geht in die nahegelegene Stadt Busseto. Dort studiert er Musik und Latein und lernt seinen späteren Mäzen Antonio Barezzi kennen. Der ist so begeistert von der Begabung des jungen Verdi, dass er beschließt, dessen Ausbildung zu fördern. Er schickt Giuseppe nach Mailand und ermöglicht ihm, Unterricht bei Vincenzo Lavinia zu nehmen, der zu dieser Zeit als Musiker an der Scala umfassende Opernerfahrung gesammelt hatte. Giuseppe ist begeistert. Was er von Lavinia lernen kann, hat mit seinem bisherigen Musikunterricht gar nichts zu tun. Erst jetzt wird er in das Geheimnis der Orchestermusik eingeweiht. Er erfährt, worauf man achten muss, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig zum Einsatz kommen, wie man die dazugehörigen Singstimmen setzt und worauf es ankommt, dass unterschiedliche Melodien am Ende doch harmonieren können. Immer wieder darf er mit Lavinia zusammen auch Opernaufführungen in der Mailänder Scala besuchen und das theoretisch Erlernte so in Vollendung erleben. Mit 19 Jahren bewirbt sich Verdi am Mailänder Musikkonservatorium, wird aber ohne Begründung abgelehnt. Erst 1836, mit 23 Jahren, hat Giuseppe Verdi seinen ersten großen musikalischen Erfolg zu verzeichnen. Er wird zum Maestro di Musica in Busseto ernannt und kann von nun an seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Im selben Jahr heiratet er die älteste Tochter seines Förderers, Margherita Barezzi, und beginnt auch sofort an seiner ersten eigenen Oper zu arbeiten. Ob dieses frühe Werk verschollen ist oder später in die Oper Oberto integriert wurde, ist nicht überliefert. Die erste Oper jedenfalls, die auf dem Spielplan eines bedeutenden Festspielhauses zu finden
ihren und muss sich nicht nach den Wünschen seiner Auftraggeber richten. Die Opern, die in dieser Zeit entstehen, gelangen zu Weltruhm. Noch heute gelten Rigoletto und La Traviata als die bekanntesten Werke des italienischen Meisters. Einen Wendepunkt in der musikalischen Entwicklung Verdis markiert 1859 die Oper Un ballo in maschera, zu Deutsch ein Maskenball, die ursprünglich im Auftrag der neapolitanischen Oper komponiert wurde. Hier führt er den fließenden Übergang vom Rezitativ, also eine Art Sprechgesang, zur Arie ein, der für sein späteres Werk charakteristisch sein sollte. Inhaltlich begibt sich Verdi mit seinem Maskenball in gefährliches Fahrwasser. Er thematisiert die Ermordung des schwedischen Königs Gustav III. Dieser als kunstsinnig aufgeklärt und lebenslustig geltende Monarch war während eines Balls von einem Maskierten erschossen worden. Dass Verdi ausgerechnet diesen Stoff wählt, deutet auf mangelndes Fingerspitzengefühl hin. Denn auch auf den König von Neapel war ein Attentat verübt worden, was eine Aufführung einer Oper, in der einem Regenten nach dem Leben getrachtet wird, schlichtweg unmöglich macht. Die Zensur verlangt, dass beinahe jede Szene der Oper umgeschrieben und auch der Titel geändert werden muss, falls dieses Stück jemals in Neapel zur Aufführung kommen sollte. Doch damit ist Verdi nicht einverstanden. Und auch das Volk sieht keinen Anlass für diese Auflagen. Es kommt zu Tumulten und Aufständen. Für Verdi gegen den König. Um eine Eskalation zu vermeiden, wird Verdi der Opernauftrag entzogen. Wutentbrannt reist er deshalb von Neapel nach Rom. Dort wird die Oper im Februar 1859 nach minimalen Änderungen auf Wunsch des Papstes uraufgeführt und frenetisch gefeiert. Inzwischen hatte sich der Ruhm Verdis auch Giuseppe Verdi, 1813 bis 1901. Noch heute, über 150 Jahre nach ihrer Uraufführung in der Mailänder Scala, füllt sie die großen Festspielhäuser der Welt. Nabucco, die bedeutendste Oper des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Doch nicht nur für die Musikgeschichte ist Nabucco von großer Bedeutung. Für die Italiener ist diese Oper das Symbol ihres Freiheitskampfes gegen die Fremdherrschaft der Habsburger und der Bourbonen. Und das Lied des Gefangenenchores gilt als zweite Nationalhymne des Landes. Geboren wird Giuseppe Fortunino Francesco Verdi am 10. Oktober 1813 in der kleinen Gemeinde Roncole bei Busseto in der italienischen Provinz Parma. Seine Eltern, Taro Verdi Carlo und Luisa Uttini, betreiben neben einem kleinen Krämerladen auch ein Wirtshaus, in dem sich das Familienleben der Verdis abspielt. Schon als Säugling ist Giuseppe zusammen mit seiner Mutter jeden Tag in der Schenke. Dort verkehren regelmäßig durchreisende Musiker, die häufig knapp bei Kasse sind und ihre Speisen und Getränke nicht mit Geld, sondern mit einer musikalischen Darbietung zur Unterhaltung der anderen Gäste bezahlen. Was dem Vater häufig gar nicht so recht ist, schließlich ist die Familie Verdi auf die Einnahmen aus dem Wirtshaus angewiesen, erfreut den kleinen Giuseppe über alle Maßen. Andächtig lauscht er der Musik, und bei jedem falschen Ton verzieht er schmerzvoll sein Gesicht. Der Vater erkennt die musikalische Begabung seines Sohnes schnell und kauft ihm deshalb, als er alt genug ist, um die Tasten greifen zu können, ein altes Spinett. Nun ist der Junge selig. Tagtäglich übt er wie besessen und versucht, die Melodien, die er bei den Gottesdiensten in der Dorfkirche gehört hatte, sowie die Lieder der fahrenden Musiker nachzuspielen. Da ihm das gut gelingt,